wunderschönen Samstagnachmittag, ihr Lieben. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal Jus Lifestyle, dein Kanal, wenn es um Mode, Lifestyle und Einen schönen Samstagnachmittag, ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jus Lifestyle, dein Kanal für Mode, Lifestyle und Vlogs. Heute bin ich in der Spitaler Straße. Leider ist es auch schon dunkel draußen. Das haben wir ja dank der lästigen Winterzeit zu bedanken. Und heute habe ich mir spontan gedacht, dass ich euch mal ein cooles Outfit zeige, wieder mal bei Jack & Jones zu finden. Jetzt auch ganz cool, übergangsmäßig zum März, April hin. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere sagt, hey, das Outfit finde ich cool oder nur ein Teil davon finde ich cool. Lass uns doch einfach mal starten und los geht's. Hier habe ich erstmal die erste hellere Jeansjacke angezogen, die mir persönlich besser gefiel. Liegt beim Preis von 79 Euro. Qualität ist echt ziemlich gut, also auch die Verarbeitung ist echt preis-leistungstechnisch stimmig. Ich fand die ganz cool zu dem weißen T-Shirt drunter, weil sich die Knopffarbe nämlich mit dem Logo, mit der Logofarbe deckt auf dem T-Shirt drauf. Und zur schwarzen Jeans ist es eigentlich ein ganz cooler Kontrast. Ich bin 1,90 groß, habe in der Jacke L genommen, weil M ist dann doch ein bisschen zu eng, aber im Großen und Ganzen echt eine gelungene Sache. So, hier habe ich natürlich nochmal das gleiche Outfit an mit diesem schwarzen T-Shirt, was auch bei 14,99 Euro liegt. Ist natürlich jetzt nochmal was anderes zu einer schwarzen Destroyed Jeans, schwarzes T-Shirt und hellblaue Jeansjacke, aber ich finde, es passt trotzdem und ihr könnt das beides gut kombinieren. So, hier habe ich das gleiche Modell nochmal in einer anderen Farbe an. Da zwei Unterschiede gibt es. Der Preis, die ist 10 Euro billiger und
Die Brusttasche ist halt nur einmal vorhanden, ansonsten sitzt sie identisch gleich und es ist halt eine Geschmackssache, ob ihr die bevorzugt oder die andere. Und hier seht ihr auf jeden Fall nochmal das Ganze ohne Jeansjacke, einfach nur so. Also das T-Shirt könnte man auch so gut tragen oder mit einer anderen Jacke kombinieren. Also M reicht da voll und ganz aus, sitzt auch nicht zu locker am Körper. So, ich habe nochmal für euch eine blaue Jeans angezogen zum Vergleich zur schwarzen. Also das ist eine Jeans, die ist leicht destroyed, passt farblich aber auch ganz gut zur blauen Jeansjacke, weil beides ist der gleiche Farbton. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig, dass man darauf achten sollte bei Jeansjacken. Die Enden der Jeans könnt ihr hochkrempeln, falls ihr Sneakers dazu anzieht oder so. Das sieht ganz cool aus, wer das möchte. Preislich ist die Jeans nicht ganz günstig. Die liegt bei zwischen 80 und 90 Euro. Liegt aber auch daran, weil sie eben aus Italien kommt. Also die wird da auch quasi hergestellt und gewaschen. Aber ansonsten ist die Qualität echt super und es lohnt sich. Ganz groovy bin ich hier. Ich bin jetzt soweit durch. Ich habe euch, oder ihr habt jetzt gerade gesehen, was man anziehen könnte, beziehungsweise wer auf Jeansjacken halt abfährt. So. Wie gesagt, ihr kriegt ja hier bei Jack & Jones unter anderem, der hier einkaufen geht, noch ganz viel von Lederjacken. Die Jacke, die ich anhabe, die ist offen hier. Davon gibt es eine neue Bikerjacke. Die kommt aber jetzt im März, April raus. Ich werde dazu auch noch ein Video dann machen, wenn es was ist. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ihr habt hier eine Menge Auswahl an Vintage-Sachen, Classics-Sachen. Habt ihr auch schon im Video ja auch gesehen. Ansonsten sehen wir nach vorne. Ich wollte eben gerade den Bild einfach nicht aufsetzen. Das ist deswegen gerade. Aber das hält uns ja nicht davon ab. Also wer auch Mützen mag, kann sich quasi auch eine Mütze kaufen. Aber wir bei diesem Plastikmüll rein, sehen sich sonst eigentlich nur. So. Und ich sehe jetzt bestimmt wieder mega gut aus. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, werde ich jetzt erstmal das mitnehmen, dieses Outfit. Das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch dazu die eine Hose, die ein bisschen, diese hier, die fand ich ganz cool, die werde ich jetzt mitnehmen. Weil dazu könnt ihr einfach viel kombinieren. Und ja, ich würde sagen, ab dafür! Kameramann und Monike, ob wir uns oder ob man ins Vampiano geht. Viele vielleicht kennen das ja von euch, oder ob wir in Burger shoppen gehen oder whatever. Ich würde sagen, wir suchen noch ein bisschen und ja, ne? Dann sehen wir uns hoffentlich gleich in einem schönen Interblissement wieder. Bis dann. Gut. Ja, Freunde, dann kommt doch ich nehme euch jetzt einfach mal mit in die Europa-Passage, die hier quasi in Hamburg ist. Und darin kann man eigentlich ganz cool shoppen. Und da vorne sind auch schon zwei Mädels, die das witzig finden, dass ich mit einer Kamera spreche. Eben 20 Jahre. Mensch, gibt's denn das? Jo. Joglüff würde jetzt sagen, höchste Disziplin. Höchste Disziplin. Ja, ich glaube, das ist einfach so. Also wisst ihr, so mit einer Kamera sprechen, das ist schon was, ne? Also, das ist schon was Spezielles, ne? Kennt nicht jeder. Das, ja. Auf jeden Fall, wir befinden uns jetzt gleich hier in der Europa-Passage. Everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side.
werde mir jetzt noch etwas Leckeres gönnen nach der Tour und so, nachdem man sich hier das hübsche Gesteck ausgedacht hat, am Ende des Essens ist mir auch sofort hier diese hübsche Teller aufgefallen, die er sich natürlich super verhält und sich sehr schön umdrehen hat. Ich werde das Essen hier genießen und ich würde sagen, sehen wir uns gleich noch. So, ihr Lieben, das war's auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar und natürlich gerne ein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, drückt auch gerne die Glocke hier oben oder unten. Wir werden gleich diese hübschen Fenster wieder aufkloppen, wo ihr zum nächsten Video kommt und läuft's. Dann auf das Abonnieren drücken. Und wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Jungs Lifestyle und tja, ich bin raus, aus dem Haus, bis dann, euer Jungs. Man versteht es nicht. Alles klar. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Das. Ach, Kacke. Einen wunderschönen Samstagnachmittag, ihr Lieben. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal Jus Lifestyle, dein Kanal, wenn es um Mode, Lifestyle und. Ach, fuck. Aber nicht löschen, das ist ein geiler Outtakes. Ich lass das die ganze Zeit laufen gerade. Achso, echt? Ja. Okay. Du schneidest das ja eh zurecht. 3, 2, 1. Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück. Nee, falsch nochmal, Karte nochmal.